Moin, hallo und willkommen zurück zu die Smaragd Maid. Ja, Smaragd Maid. Ich komme immer durcheinander. Ich will immer Smaragd Braut sagen, aber nein, Smaragd Maid. Symphonie der, habe ich schon vergessen, der Träume, genau. Symphonie der Träume, ich hab's jetzt hier. Mann. Ich bin hier im Tauchgang und muss noch Sachen finden. Ich habe aber keine Ahnung, was ich finden muss. Das hier muss ich finden. Propeller ist da. Dann noch ein Ventilrad ist hier. Das sieht aus wie ein Helm. Dann machen wir noch ein Stück Rohr. Ist alles kaputt. Hier ist ein Stück Rohr. Und ich brauche noch ein anderes Stück Rohr, das ich da finde. Jo. Jetzt muss ich das ganze Ding wieder zusammenbauen. Dass ich das so wieder flicken kann, finde ich schon abgefahren, ne? Das kommt da oben drauf. Propeller. Wo kommt der Propeller da rein? Da rein. Ja, das ist hier nutzlos. Wo muss der denn? Du musst da drauf. Und hier kommt noch die Ecke dran. Hello again. Still running, are we? I need that emerald you wear about your neck, and I will have it. I can make your dreams into nightmares, your deepest fears your reality. But I'm not completely heartless. I'm open to offering you a deal. Give in and sleep. The dream world is so much more pleasant. No pain, no responsibility. No suffering the slow aging of your mortal body. And to think you could even be reunited with your mother and father. Don't you want that? I think they would want that. Okay, ich brauche jetzt aber noch den Rest vom Bauplan. So, jetzt kann ich hier noch gucken. Wahrscheinlich ist der Bauplan hier noch versteckt, ne? Eine Taschenuhr. Jetzt geht das schon hier los. Taschenuhr. Verlobung. Tintenfass habe ich gesehen. Tintenfass? Ne, habe ich nicht gesehen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Eine Fliege. Ne, mehr als eine Fliege. Ich brauche drei Fliegen, ne? Drei Fliegen mit einer Klappe. Ein Revolver. Sehe ich jetzt auch gerade nicht in dem Chaos. Das ist ein Tintenfass. Ein Revolver. Boah, wo soll der denn hier sein? Verlobung. Hier ist ein Ring. Und wo muss der hin? Also da ist die Uhr. Ist schon ein bisschen spät, muss ich zugeben. Jetzt hier, ich bin gerade ein bisschen Banane. Das könnte also ein bisschen dauern, tut mir leid. Da ist das Mali. Adler. Geh aus dem Kürbis. Der Adler, wo ist der denn schon wieder? Da ist der Adler. Verlobung, hier, Verlobungsring. Okay. Ein Blatt, ne, vier Blätter brauche ich. Blätter, da ist eine Fliege. Da ist eine Fliege. Blätter hier und hier und hier. Ist das eine Fliege? Das ist eine Fliege. Und das vierte Blatt sehe ich gerade nicht. Da ist ein Revolver. Ein Boot. Wo ist denn hier ein Boot? Da ist noch ein Blatt. Eine Lupe habe ich gesehen hier irgendwo. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ich glaube nicht. Ein Boot, eine Lupe und ein Erdbeben. Wie ein Erdbeben. Wie soll ich denn hier ein Erdbeben machen? Ich muss das kaputt schlagen. Echt? Ein Erdbeben. Okay. So kann man auch ein Erdbeben machen. Ein Boot brauche ich noch und eine Lupe. Ehrlich gesagt sehe ich beides nicht. Das ist ein Problem. Ein Boot und eine Lupe. Da ist ein Boot. Und jetzt brauche ich noch die Lupe. Ich suche nach einer großen Lupe, aber vielleicht muss ich nach einer kleinen Lupe suchen. Wie sieht denn eine kleine Lupe aus? Wie eine Lupe eigentlich, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wo sowas sein könnte hier. Nur
Monokel, hätte ich dann eher gesagt, eine kleine Lupe oder sowas. Hier? Könnte man hier verstecken? Da. Jetzt habe ich einen Revolver, okay. What do you think you're doing, dear? You don't seriously believe that will stop me, do you? Zerstöre die Smartmite. Ich habe jetzt hier einen Revolver, aber irgendwie zum großen Theater zurückkehren. Da drauf schießen, okay. Jetzt ist er runtergefallen, okay. Das Problem ist, ich muss jetzt wieder in den Traum gehen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich brauche noch die letzte Katze. Die letzte Katze und den letzten Dingens. Das Blöde ist, die Maschine kann ich nicht fertig machen, ne? Ich habe ja auch nichts mehr, oder? Traummaschine. Ich muss in die Traummaschine gehen, es geht nicht anders. Ich will aber eigentlich nicht. Finde das einzig reale Ausstellungsstück im nahen Museum. Ich könnte einen Gegenstand durch die Lücke schieben, um den Riegel zu heben und den Kofferraum zu öffnen. Hey, no trespassing, you! This museum has already been broken into once tonight, and it is certainly not going to happen again. Not on my watch, or on the watch of the alarm security system inside. Okay, ein Sicherheitssystem, gut zu wissen. Da ist die Katze. Keine Sorge, Kleiner, ich renne dich. Wie hat die Katze das da reingeschafft? 2 Marken brauche ich. Ja, das ist wieder das Symbol. Noch eins dieser Triskellen-Symbole. Was sollen die bedeuten? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Das ist der Fenstergriff fehlt. Ohne ihn kann ich das Fenster nicht öffnen. Wieso sollte man Fenster auch von außen öffnen? Ach du meine Güte. Jetzt geht's hier los. Fenstergriff. Fenstergriff, Fenstergriff. Ich weiß ja nicht mal, was ich noch suchen muss. Teddybär. Ein Klotz. Das da? Nein. Was für ein Klotz? Ein Halbmond. Da. Eine Marke. Was für eine Marke? Kombination? Das ist ja schon wieder... Oh Mann. Ein Pfeil und ein Hase. Hier, das ist ein Schaf. Das ist ein Hase. Was ist das denn hier? Ein Messer. Eine geschnittene Erdbeere. Schneiden wir die Erdbeere. Hier. Hammer und Meißel. Da ist ein Meißel. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Vorhängeschloss ist hier, aber das ist noch abgeschlossen. Das heißt, ich brauche den Code. Ein Fenstergriff. Das ist noch ein Pfeil. Hier. Ein Spatz. Wo ist denn der Spatz? Da ist die Kombination und da ist das Schloss. Okay. Ein Spatz muss ich jetzt finden. Eine Marke, ein Klotz, ein Schwein. Da ist ein Schwein. Ein Spatz. Ein Fenstergriff. Wie sieht denn ein Fenstergriff aus hier? Das gibt ja verschiedene Fenstergriffe. Da ist ein Fenstergriff. Eine Marke und ein Klotz. Eine Marke und ein Klotz. Ist das ein Klotz? Das ist ein Klotz. Okay. Und jetzt brauche ich noch eine Marke. Was für eine Marke? Ich habe nicht die Bohnen, die Ahnung. Da ist eine Marke. Okay. Düt. Okay. Fenstergriff. Jetzt nehme ich eine Kleiderbügel mit. Okay. Jetzt habe ich einen Kleiderbügel. Was mache ich mit dem Kleiderbügel? Mache ich den Fenster, Ding jetzt hier. Das ist aber nicht der Kofferraum eigentlich. Das fällt auch überhaupt nicht auf, hier muss ich zugeben. So, den brauchen wir. Das Lenkrad, das ist auch irgendwie an der falschen Stelle.
Was brauche ich denn noch alles? Jetzt habe ich das hier aufgemacht. Nanu. Ich brauche Kugeln. Was machst du denn da drin? Den Schalthebel brauche ich. Da fehlen... Achso, das sind keine Kugeln, das sind Anzeigen. Hier, die Anzeige brauche ich und... Die Anzeige brauche ich und das Pedal. Was ist denn das dritte Pedal? Das sehe ich jetzt gerade nicht, muss ich zugeben. Da oben, in der Fensterscheibe, alles klar. Okay, der Schalthebel. Das muss natürlich immer ein Totenkopf sein. Das kommt... Achso, erst das Lenkrad, okay. Dann den da dran. Dann kommt die Anzeige da dran und das Pedal da unten hin. Und ein Skalenknopf, wo kommt der denn hin? Da. This is not good. Ja, das ist wirklich nicht gut. Jetzt klaue ich dir auch noch die Sachen aus dem Kofferraum. Das Sicherheitssystem. Verbinde die Enden aller Drähte, um vorgegebene Symbole zu formen. Okay. Ich brauche hier einen silbernen Blitz. Okay. Hier. Und hier. Ne, das ist ja das gleiche. Da. Ja, das ist ein Pfeil jetzt. Einen Blitz brauche ich. Der muss da oben hin. Okay, jetzt brauche ich für Rot brauche ich einen Pfeil. Also ein Dreieck in die Richtung und einen halben Pfeil. Wo finde ich denn einen halben Pfeil? Das ist nicht korrekt. Ein halber Pfeil nur. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist gerade nicht korrekt. Oder ich muss das anders machen. Ein Strich nach unten vielleicht? Nee, weiß ich jetzt nicht. Muss ich gleich gucken. Das muss auf jeden Fall ein Strich sein mit einem Halbkreis. Nee, das ist falsch. Das muss ein Viereck werden. Ein Viereck und dann brauche ich ein Ding jetzt nach oben. Der hier. Ein Kreis und ein D. Was? Warum ist hier ein Kreis und ein D? Kreis und... Ach so, ein Kreis und ein D. Okay, das heißt, ich muss hier einen Kreis haben und ein D ist hier. Das wird... da fehlt ja der Dingens. Jetzt brauche ich hier noch den Pfeil. Ich hätte gesagt, ein Dreieck und ein Dingens, aber das passt nicht. Ein Dreieck und ein Strich, das ist irgendwie nicht korrekt. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch? So. Okay. Ich brauche eine Klinge, um das abzuschneiden. Eine Schere. Da fehlt was. Uraltes Artefakt 01. Sie kommt aus den Dschungeln des Amazonas und hat angeblich rätselhafte, gedankensteuernde Kräfte. Kann ihre Macht gezähmt werden? Hierher haben die russischen Forscher also die Maske gebracht. Aha. Wird das abgeschnitten? Okay. We're heading back to America on a ship across the Atlantic Ocean. It's been a week since the incident in Prague. I can't believe we pulled it off without getting caught. It serves them right for stealing from the settlement. I vow to return this artifact to its people as soon as our technology has been adapted. This is the first time in my life that I feel I've accomplished something great. But I can't shake the lingering thought that something is just not right about this. Aha, also du hast die Sache mitgenommen. Das ist aber ein bisschen komisch, dass das hier verdreht worden ist jetzt. Alice, verzeih mir, mein Schatz, ich konnte nicht zulassen, dass die anderen es uns wegnehmen. Wir haben so hart gearbeitet. Dein Gesichtsausdruck beim Verlassen des Dorfes hat mich niedergeschlagen. Du liebst diese Menschen. Ich breche heute Nacht ins Museum ein und hole zurück, was uns gehört. Okay.
Seepferdchen. Jetzt geht das wieder los. Seepferdchen ist hier. Lippenbalsam. Der Lippenbalsam ist auch mal wichtig. Da muss ich mal schauen. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.